Ja, Freunde, willkommen zurück und ja, herzlich willkommen hier an der Stelle zu einem weiteren Video. Willkommen zurück, weil ich hier gerade so eine ganze Serie an Hot Laps aufnehme. Hab da schon angekündigt, dass aktuell leider nicht ganz so viel Zeit ist und dementsprechend haue ich mir alles quasi in einen so einen Aufnahmetag und da müssen wir dann jetzt relativ viel auf einmal abwickeln. Heute sitzen wir jetzt hier auf dem Schoß beim Bastian Richter hier im AMG auf dem Red Bull Ring und schauen uns jetzt hier mal an, was er jetzt hier in seinem AMG so ja, sich zurechtfährt. PC ist aus, ABS 2, Bremsballons 52,6, so später Bremspunkt, lässt sich jetzt hier schön reinfallen, hält das Auto ruhig, ja, muss hier in der Kurve nochmal ganz leicht nachkorrigieren, das war jetzt nicht einlenken, zurücklenken, ans Gas gehen, sondern so ein bisschen, ja, leicht unüblich, sagen wir mal so. Bremst das Auto jetzt hier ordentlich zusammen. Zweiter Gang geht dann hier innen schön über den Curb. Das funktioniert sehr gut. Man lenkt in die Kurve ein, die fällt so ein bisschen ab. Die Last geht nach außen auf die linke Seite. Und dadurch können die rechten Räder da problemlos über den Curb fahren, ohne dass man wirklich dann was im Fahrzeug spürt. Hier haben wir jetzt schön gesehen, wie er die Rotation nutzt. Auch hier sehr viel Rotation. Auto zieht sich schön rein. Und da nutzt er dann wirklich die ganze Streckenbreite, ganz wichtig, bis ans Kies da rauszufahren, nimmt den ganzen Schwung jetzt hier mit, so jetzt noch einmal runter, vierter Gang, dritter Gang, Auto hier schön stabil halten über den hohen Curb, jetzt aufpassen beim Anbremsen, auch hier nochmal ein bisschen Rotation über die Bremse genutzt, lässt das Auto ein bisschen reinziehen, fliegt dann hier mit der Front über den größeren Curb und dann geht es jetzt hier über die Linie, Zeit bleibt stehen bei einer 1,27, ich meine Punkt hier war es, genau. Ja, und dann geht es jetzt hier auch nochmal auf die Runde in der Verfolgerperspektive. Kurve 1 schön am Curb entlang, beziehungsweise über den flachen Teil des Curbs drüber, aber dann halt nicht über den größeren Wurstcurb. So, er baut sich jetzt hier so bestmöglich dann hier eine Gerade. Jetzt hier schön nach außen rausgehen. So, jetzt erster Gang runter, zack. Einmal über den Curb, das hat hier wunderbar funktioniert. Auch hier mit der Traktion TC off, das hat auch wunderbar funktioniert. Also eigentlich gar nicht gemerkt, dass die Traktionskontrolle dann gar nicht an ist. So, jetzt achtet mal drauf. Zack, hier geht es über den Curb. Aber ja, man spürt es eigentlich kaum, dass man hier dann über den Curb geht. Dann die Streckenbreite bis nach außen auch wieder nutzen, bis zum Kies. So, hier können wir jetzt gleich ein bisschen beobachten. Zack, über die Bremse. Hier baut er jetzt hier die Rotation auf, geht dann jetzt sehr aggressiv ans Gas, baut dann auch über die Gasinput dann hier die Rotation auf. Das ist einfach ja, ganz angenehm, wenn man ein bisschen zügiger ans Gas geht und das Auto über die Hinterachse ein bisschen Rotation, ein bisschen Schlupf bekommt. Wenn ihr da sehr linear, sehr langsam auch seid, wenn man ans Gas gehen mit einer höheren TC-Einstellung, dann fährt man da in der Regel schnell ins Untersteuern. Heißt also da wichtig, dass man da auch die etwas ja, nötige Aggressivität dann einfach an den Tag legt. So, es geht über die Linie. Sehr, sehr schöne Runde. 1,27,4. Setups sind auch schon updated. Also wenn ihr Bock habt auf die Setups, dann checkt gerne mal die Videobeschreibung aus. Da ist wie immer alles unten verlinkt. Ansonsten danke an den Basti fürs Einschicken der Runde. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.